Langhecke. Romantisch zwischen großen Wäldern eingebettet im tiefen Tal ist der kleinste Ort des Marktflecken Villmar. Die alten Silber-, Kupfer-, Eisenerz- und Schieferabbaugebiete in und um Langhecke beschäftigten schon im 17. und 18. Jahrhundert zahlreiche Arbeiter. Selbst Johann Wolfgang von Goethe betrieb hier 1815 seine Studien zu den Bergbautätigkeiten. Nicht zuletzt der berühmt-berüchtigte Räuberhauptmann Schinderhannes nutzte dieses Tal als sein Rückzugsgebiet und Versteck vor den Limburger Gendarmen. Zwischen Limburg an der Lahn und Usingen, mit nur 45 Minuten Fahrzeit von Frankfurt und Wiesbaden entfernt, gehört Langhecke zum Naherholungsgebiet der großstadtgeplagten Metropolenbewohner im Taunus. Sich dieser einzigartigen touristischen Lage bewusst, sind die Langhecker schon immer bemüht, mit ihren Veranstaltungen das Interesse und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dart- und Skattturniere, Feuerwehrfeste und Grillabende. Vor allem aber die großen, regelmäßigen Motorsportveranstaltungen sind über den Marktflecken hinaus beliebte und feste Bestandteile des Veranstaltungskalenders in Langhecke. So zeigten auch in der Vergangenheit immer wieder Investoren großes Interesse daran, die vielfältigen kulturellen und geschichtlichen Ereignisse touristisch aufzuwerten. Nicht zuletzt diese betagte Brauerei mit seinen über 3 Etagen tief reichenden alten Gewölbekellern sollte zu einer gewinnbringenden Event- und Touristenlocation saniert und umgebaut werden. Doch alle Bemühungen scheitern immer wieder kläglich an einem gravierenden Makel. Langhecke ist einer der weißen Flecken in Deutschland ohne eine Mobil- und Digitalfunkabdeckung. Dass es hier keinerlei funktionierenden Mobilfunk gibt, ist gerade für die junge Generation ein triftiger Grund, den Ort zu meiden oder sogar zu verlassen. Ich weiß ganz sicher, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren viele junge Menschen weggezogen sind, die sich jetzt im Alter zwischen 30 und 35 Jahren befinden. Die festgestellt haben, wenn jemand Homeoffice macht, definitiv für die Berufsausübung eine gute Handyverbindung braucht, dass das in Langhecke leider nicht möglich ist und dass das ein Grund ist, aus diesem Ort wegzuziehen, obwohl sie sich hier durchaus heimisch gefühlt haben. Aber es sind nicht nur die Wegzüge, die Sorgen bereiten, auch die Anbindung an die heutige moderne Technik ist hier in Langhecke ohne Mobilfunk unmöglich. Ein Problem, was sich in der Zukunft ergeben wird, ist das Thema des neuen Leitsystems der Wasserversorgung, welches wir so an mobile Daten anbinden können, um Echtzeitdaten auszulesen. Das heißt, wir sind hier auf Rohrbruchsuche und wollen Messwerte haben aus dem Rohrnetz. Die können wir hier nicht online abgreifen, sondern müssen auch wieder den Weg zum Bauhof suchen, in die Leitstelle, um da Daten abzurufen. Ich kann keine Kollegen, die in Langhecke am Arbeiten sind, erreichen, um, sag ich mal, Arbeitsänderungen oder Arbeitsaufträge zu verteilen, sondern bin darauf angewiesen, dass die Kollegen zurück auf den Bauhof kommen. Und die nächste Sache ist, dass wir ja auch aus Langhecke raus telefonieren können. Dadurch können die Kollegen, ich sag's mal, in einem Falle eines Arbeitsunfalls keinen Notruf absetzen. Vor allem aber die alltäglich lauernden Gefahren sind ein wichtiger Grund für die Errichtung eines funktionierenden Mobil- und Digitalfunks. Hier haben wir ja auch im Ort Jäger und die Yacht verpachtet und bei einer Treibjagd, die mehrfach im Jahr stattfindet, ist es nun mal so, dass da auch immer was passieren kann. Und dann ist es halt eben extrem gefährlich, wenn man erst irgendwo hinfahren oder laufen muss, wo man ein Handynetz oder einen Festnetzanschluss hat. Gerade die Feuerwehr, wir haben hier mit dem BOS-Funk auch ein Problem, wir haben hier ebenfalls keinen Empfang. Wenn wir einen Innereingriff starten, dann muss das Netz zu 100% funktionieren. Sonst bringen wir unsere eigenen Kameraden in Gefahr. Hallo, liebe Mitarbeiter der Deutschen Telekom. Ich bin auch Mitarbeiter seit nun fast 40 Jahren und wohne hier in diesem kleinen Ort mit dem großen Erholungswert. Vor ungefähr 10 Jahren beauftragte mich die Dorfgemeinschaft, Vermittler zu sein zwischen Gemeinde und Telekom. Und wir haben in den letzten 10 Jahren vieles erreicht mit unseren Mobilfunkplanern. Einige Standorte beplant und wir schauen uns jetzt mal die 3 Standorte an.
Ja, wir befinden uns hier an dem Standort Nummer 1, den die Gemeinde Villmar, Marktwerk Villmar der Deutschen Telekom anbietet. Dieser Standort wurde 2015 bereits von den Telekom-Mobilfunkplanern beplant. Heraus kam ein 40-Meter-Mast, angebunden per Richtfunk. Und die Kosten von 225.000 Euro standen natürlich in keiner Relation zum Gewinn. Wir haben 2017 diesen Standort erneut überplanen lassen. Das hat der PTI 14 in Limburg gemacht. 600 Meter Tiefbau bis zum nächsten Multifunktionsgehäuse, bis zum nächsten Glasübergabepunkt wären nötig, um diesen Standort dann später mit Glasfaser anzubinden. Kupferkabel und Strom ist hier vorhanden. Wir befinden uns hier an dem Multifunktionsgehäuse, welches den Schulberg versorgt. Von hier hat der PTI 14 die Planung 600 Meter bis zum Standort Hochbehälter durchgeführt. Das ist die vielbefahrene Landstraße L3063, eine wichtige, frequentierte Straße. Berufspendler, die täglich ins Rhein-Main-Gebiet fahren, fahren hier durch ein sehr langes Funkloch. Eine wichtige Verbindung von der Weiltaltrasse zum Lahnradweg wird am Wochenende von Fahrradfahrern sehr genutzt. Was ganz wichtig ist, sobald der Rettungsdienst von Laubus-Eschbach kommend hier in den Ort fährt und auch die Polizei und die Feuerwehr, gibt es keinerlei Funkverbindung mehr, denn der BOS-Digitalfunk ist genauso wenig zu empfangen und verfügbar wie der Mobilfunk. Vielleicht kann man hier eine Kooperation mit anderen Anbietern machen, um eine gemeinsame Lösung für unseren kleinen, aber feinen Ort zu finden. Und jetzt fahren wir zu Standort Nummer 2, zum alten Friedhof. Hier wurde 2017 von den Planern der Deutschen Telekom, also Mobilfunkplanern, ein 17-Meter-Mast hingeplant. Dieser Mast würde diesen Ort wunderbar abdecken. Allerdings wäre es eine Insellösung und es wäre nicht gewährleistet, dass die Landesstraße nach unten und oben vollkommen abgedeckt wird. Unsere Frage wäre es nicht möglich, hier jetzt vielleicht an diesem Standort einen 40-Meter-Mast zu stellen? Wir haben unsere Aufgaben gemacht. Die Gemeinde hat vor 2 Jahren bis zu diesem Standort komplette Infrastruktur hingelegt, ein Leerrohr zum Durchblasen der Glasfasern plus Stromanschluss. Wir hätten also großes Interesse, wenn Standort Nummer 2 favorisiert werden könnte. Wir befinden uns hier an dem dritten Standort, den die Zivilgemeinde der Deutschen Telekom angeboten hat. Der Vorteil hier ist, dass wir hier etwas höher über dem Ort liegen und hier wahrscheinlich mit einem 17-Meter-Mast hinkommen würden. Die Leerrohrlänge bis zum nächsten Glasfaserübergabepunkt beträgt hier ungefähr 200 Meter Tiefbauarbeiten. Strom ist vorhanden. Ja, an diesem dritten Standort, wo wir uns ja befinden, treffen auch einige Wanderwege zusammen. Langhecke ist da bekannt für seine Naherholung. Viele Wanderwege, der Schinderhannesweg, der Lahnhöhenweg und auch der Jakobsweg treffen in Langhecke zusammen. Am Wochenende haben wir sehr viel Wandertourismus, mittlerweile sehr viele Mountainbiker. Alle, die wollen natürlich auch telefonieren. Ist auch ein Sicherheitsaspekt, kein Funkempfang, wenn etwas passieren sollte auf den Waldwegen und so weiter. Man kann sich nicht verständigen. Für mich als Bürgermeister ist es ganz wichtig, dass meine Mitbürger hier in Langhecke auch ein funktionierendes Funknetz haben. Bisher ist immer nur behelfsmäßig über WLAN-Netze von Privathaushalten sich gegenseitig geholfen worden. Aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Uns ist natürlich klar, dass wir mit 200 Einwohnern da nicht punkten können. Aber bedenken Sie, wir sind hier die grüne Lunge der Großstadt. Und die Städter kommen gerne am Wochenende hier zu uns, um sich hier zu erholen und möchten wirklich gerne telefonieren. Darum die dringende Bitte. Tragen auch Sie dazu bei, diesen historisch wertvollen Ort wieder zu neuer Blüte zu verhelfen. Tragen Sie mit der Errichtung eines Mobilfunknetzes dazu bei, diesen weißen Fleck von Deutschlands Mobilfunknetzkarten zu beseitigen.
geben Sie den Erholungssuchenden wieder ein Stückchen mehr Sicherheit, indem Sie ihnen die mobile Erreichbarkeit nicht nur für Notfälle ermöglichen. Musik